doch noch am Donnerstag. Also das ist, ich könnte mich jetzt eindecken mit, ich kriege wirklich viele schöne Mails mit Fragen, also mit Fragestellungen, auf die ich vielleicht unmittelbar gar nicht gekommen wäre. Wobei das hier was sehr Typisches ist. Ich habe zwei Mails von Männern. Ich lese nur Teile vor. Ich bin 30 Jahre alt, hatte erst mit 27 Jahren zum ersten Mal Sex und insgesamt 3 Sexualpartnerinnen. Leider spüre ich beim Sexualverkehr, immer mit Kondom, so gut wie nichts. Ich weiß nicht einmal, ob ich in der Frau bin oder nicht. Das ist alles andere als befriedigend. So, und durch dieses Problem bekam ich bei einer Frau auch nie einen Orgasmus. So, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich beschnitten bin. So, und die Bitte eben, ob wir das Problem besprechen, das auch viele Männer, andere Männer betrifft, das ist auch mein Eindruck. Der andere schreibt, ein weiteres Männerproblem möchte ich hier ansprechen. Viel mehr Männer, als man denkt, haben das Problem, dass sie beim vaginalen Sex nichts spüren. Mich inbegriffen. Der steife Penis ist so gut wie taub. Mir geht es so, dass ich vielleicht 3 von 100% spüre, ansonsten nichts. Durch die niedrige Stimulation in der Vagina, also erschlafft der Penis irgendwann. Und eine Ejakulation kommt oft nicht zustande. Nur wenn man onaniert. Und das ist ein Riesenthema, dieses Ganze. Also spüren mit dem Penis und ob man in der Vagina was spürt und damit Genuss verbindet. Und das Stoßen an sich. Das Ganze, das Mannsein, was mache ich mit meinem Penis, da gibt es tatsächlich einige Lernschritte zu vollziehen. Und viele Männer üben quasi Sexualität mittlerweile sitzend, nicht bewegend, vor dem Bildschirm mit hoher Muskelspannung. Und da ist nicht so viel Erregung, dann drückt man doller. Das ist eine Sache zumindest, dass Männer sich einen so hohen Druck zulegen am Penis, dass die Vagina nicht ausreicht. Die Vagina ist ja nicht eng und stramm, sondern je nachdem, ob die Frau ihren Beckenboden kennt oder nicht und die nutzt oder nicht, mehr oder weniger stramm. Also viele Männer bekommen da nicht den Druck, den sie kennen. Hm. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie kann es sein, dass man nichts fühlt? Ja, oder? Ja. Toll, dass du das gerade fragst, weil ich habe jetzt nur den Druck erwähnt. Hm. Aber dieses Spüren mit dem Penis, also dass man das quasi nicht wie ein Fremdkörper beschreibt, wie diese beiden Männer, so, da unten ist das Ding, der spürt nichts. Da ist ein kleiner Weg hin zu, der Penis ist ein Teil von mir. Eine Verlängerung, übrigens ist da ja auch ein Drittel im Körper drin, das ist wie eine Verlängerung von mir. Und diese ja, wie soll man das bloß beschreiben, so ein, der gehört zu mir und ich behandle, ich habe ihn lieb wie David Garrett seine Geige oder so. Oder ja, Fußballer, Profifußballer, jeder trainiert wie blöd für seinen Sport. Aber hier wäre nötig, dass der Mann diese Männer spüren trainiert. Ganz vorsichtig, es fängt klein an. Kleine Feinheiten anfangen wahrzunehmen. Wir können den Block nicht, zack, so ist es, das ist die Lösung. Aber ich habe solche Männer in der Praxis und es geht darum, ganz klein anzufangen, den Penis zu spüren. Mit verschiedenen Übungen und dann am Ende in die, wir haben die Schaukelbewegung mit dem Becken und so, das ist die weitere Fortsetzung dessen. Diese Männer bewegen sich oft nicht so viel. Wenn, stoßen die so und nicht so mit dem Becken. Also das seht ihr in diesem einen Block. Stoßtechniken war das. Ja, aber nicht diese lustigen, nee, genau, ja. Sondern die, wo wir zeigen, dass ein Mann, genau, und das ist wichtig. Ein sich bewegen ist mehr spüren. Als was die meisten Männer machen. Und genau das ist das Problem, dass ich nicht sehen kann und fragen kann, was diese Männer machen. Ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, dass viele Männer extrem viel anspannen und nur so. Und da ist nicht viel Durchblutung und deswegen auch nicht viel Gespür. Das war die kurze, lange Antwort. Vielleicht regt es an und okay, wir können eine Webseite erwähnen, wo man ein bisschen mehr lesen kann. Absolut. Die Lilly. Oh, Lilly CH, genau. Die bindet Felix denn ein. Genau. Ja. Und dieses, ja, ich muss noch was sagen, Felix. Okay. Meine Güte. Beide kriegen ja keinen Orgasmus in der Frau, sondern nur bei der Selbstbefriedigung. Und das ist tatsächlich, hängt das auch zusammen. Kurze Zwischenfrage.
Also wenn man nichts spürt, aber bei Selbstbefriedigung offensichtlich spüren sie was. Ja, mehr zumindest, hast du Mehr. vollkommen recht, da spüren sie mehr und deswegen komme ich gerade drauf, da reicht es zum Ejakulieren, aber der Druck bei einer Frau ist anders. Das schreibt Okay, hier auch ja. der eine, habe ich nur nicht vorgelesen, dass viele Männer, die unter starkem emotionalen und psychischen Druck stehen. Ich darf nicht versagen. Was denkt die Frau, wenn ich versage? Und was macht man dann? Dann schaltet man Reptiliengehirn und Alarmsysteme. Und wenn die schalten, dann ist automatisch Kiefer- und Beckenboden angespannt. Unser Fluchtsystem. Und Anspannung macht dann fällt die Erregung. Genau das beschreibt der eine Mann. Ja. Dann, ja, schaut euch auf der Webseite um. Da kann man sehr viele Kleinigkeiten erfahren, die man sofort umsetzen kann, weil auch Übungen vorgeschlagen werden. Loslegen und was verändern.